Sollte ja eigentlich gehen, ne? Aber es ist die hier hinten. Ein Geschenk von mir. Du bist Freude, gezeichnet Gerda Gülde. Neutraler Boden. Und das heißt, wir kriegen sie als nächstes, das Ohr, unser Häschen. Unser Häschen kommt. Was haben wir denn jetzt bekommen? Düsselfusel. Verringert die Weisheit eines einzelnen Feindes über 4 bis 7 Zügen beträchtlich. Alles in Deckung, neutraler Boden. Lockt neutral Monster in den Kampf. Die Wirkung lässt nach einem Kampf nach. Ein Buch, das einem das Talent Abwehr. Kann ich das irgendwie? Luna hat zu viele Talente. Bitte wähle einen Talent, den du nicht mehr brauchst. Warte mal, kann man das irgendwie nachlesen, was es kann? Gorilla will ich ehrlich gesagt behalten. Ich glaube, ich gehe auf den Dunkelritter mal. Alles in Deckung, ich weiß nicht. Gibt es da irgendwo eine Seite, wo man das sehen kann? Ich möchte gerne wissen, was da für Talente drin sind. Das ist es nämlich. Das stört mich manchmal immer, dass ich nie weiß, was das für Talente sind. Hier sieht man das schon, aber nicht vorher, wie es aussieht. So, wie geht's jetzt weiter? Ich denke mal, wir müssen jetzt Rang E schaffen. Oder wenn ich jetzt auf die Weltkarte gehe, kommt da jetzt was Neues? Taucht da was Neues auf? Frostwirren ist aber noch nicht komplett abgeschlossen, ne? Hab ich das Gefühl. Nö, ich muss wohl Rang E erst schaffen. Dann werden wir mal Rang E schaffen, ne? Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Und dann muss ich eigentlich schon wieder synthetisieren am neuesten Monster, wenn wir das schon hinkriegen. So. Wer bist du eigentlich? Du bist neu, oder? Schnüttel, hey Alter, was willst du? Hast du Kampf vom Boss abgesehen? Der Boss veranstaltet Monster-Scout-Meisterschaft, da muss ich helfen. Okay. So. Das heißt, unsere welche Kuppel ist um die Alte bekommen. Ja. Wir nehmen Rang E. Alles Roger, Zeit für Rang E. Runde 1. Mit diesem komischen Bild. Ich glaube, das sollten wir doch schaffen, oder? Und Töter. Alles kein Problem. Stärkung, süß. Kriegen 5 Goldmünzen. Oh mein Gott. So, Runde 2. Alles noch Rang F Monster. Sechs Angriff. Das war schon ordentlich. Dann bin ich mal gespannt, was für ein neues Gebiet wir dadurch freischalten. Das Bild, ne? Oh! Grinsgötze Medizinmann. Grinsgötze Medizinmann. So sieht also Medizinmann aus. Irgendwie auch hat einer geschaut, ich empfehle den Medizinmann.
Hat sich wohl jetzt nicht so ganz erübrigt. Ich muss aber so mich erstmal hier schlau machen. Alles kein Problem hier. 5 Schaden. Ich finde das gut, dass hier auch komplett neue Monster dabei sind. So, damit haben wir Rang E geschafft. Wonderful. Stachelkopf, Rang E. Hier nehmen wir einen Preis. Kampfpeitsche. Und? Wir müssen doch jetzt was freigeschaltet haben, oder? Superman, du bist der Medaille da fett würdig und so, Alter. Du bist ja krass drauf. Wenn du hier Kohlesiege anreichst, stehen dir alle Wege offen. Moment mal, Herr Maulwurf. Heini. Was machst du denn da? Wo bist du denn her? Wenn ihr sagt, die Bahn sei frei, heißt das, so kommt man von der Insel runter? Ich habe mir mal die Bücher eurer Bibliothek hier angesehen. Und darin ist nicht einmal von der Monster Squad Meisterschaft die Rede. Zweifelt da etwa jemand an der ehrlichen Worte von Don Maulwurf? Ich sag's mal so, Mann. Wer Rang D überlebt, den erzähle ich alles über einen kleinen Ort, den ich kenne. Dort werden alle Zweifel restlos beseitigt, garantiert. Rang D. Also im nächsten Rang müssen wir schaffen. Wir müssen Rang D schaffen jetzt? Ernsthaft? Rang D. Alles Watcher. Runde 1. Ich bin gespannt. Das sind immer noch Rang F Monster. Aber die sind jetzt auf dem Niveau von Rang D. Vielleicht sind die ersten gerade noch einfach, aber dann später werden sie stärker. Fata Morgana. Gut, gehen wir das daneben. Angriff. Gut, den ersten haben wir ja solide gewonnen. Das war nur gerade mal Rang A, Runde 1, jetzt kommt Runde 2. Das sind auch wieder Rang F Monster. Okay, der Odem, der tut schon weh. Pack ist, glaube ich, nicht erlaubt, oder? Nee. Okay, wir sind schon stärker. Da haben wir schon mal den ersten. Daneben. Sandsturm. Zweifähig. Zwei Sachen. Daneben. Daneben. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Okay, jetzt nur noch die Flamme. Zack. Runde 2. Auch gewonnen. Jetzt kommt Runde 3. Jetzt bin ich gespannt.
Okay. Das sind auch alles noch Rang F-Monster. Aber die sind bestimmt nicht ohne. Drachenhieb wäre jetzt ganz gut, genau. Ja, Drachenhieb gegen die Drachen hier. Heißer Tanz. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht sehen können. Ich glaube aber nicht. So, Sandsturm. Genau, machen wir mal Wende. Sieht aus, als wie das. Oh, MP wird geklaut. Oh, zum Glück nicht. Sieht gut aus gerade. Es wäre jetzt gut, wenn jetzt ein Drachenhieb auf den kommt. Zack, zack. Aber das steht noch da. Zarris, Ballett. 13 MP. Wow. Aber sollten wir gewinnen. Sollten wir gewinnen. So, jetzt nur noch ihn hier. Zarris, Ballett. Du klaust hier die ganze Zeit von Heiler MP. Das ist gar keine schlechte Idee. Aber trotzdem schießt du jetzt alleine gegen 3. Das wirst du nicht überleben. Und 100 Goldmünzen. Damit haben wir Rang D geschafft. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Juhu, der Schachkopf aus der Oberwelt gewinnt Rang D. Und wie immer, wir wissen, wie man Größe belohnt. Hier ist ein Preis. Ein paar Metallklauen. Ich wollte dir von einem coolen Ort erzählen. Und wie immer, wir verhalten Wort. Es ist eine trügische Gegend. Wir nennen sie den Kargen Karst. Oben auf der Klippe findest du einen echten Promi. Alter, einer der größten Bestien von allen. Haltet mit der großen Bestie ruhig ein kleines Schwätzchen. Kläre die Lage. Eine große Bestie? Wer könnte das sein? Ich bin ein paar alte Bücher auf etwas Interessantes gestoßen. Vor langer Zeit konnten die Bewohner offenbar von der Insel fliehen. Und zwar auf den Rücken eines Riesenvogels. Was sagt man dazu? Nein! Denn wenn es sich bei der großen Bestie um diesen Vogel handelt, dann ist das vielleicht unsere Fahrkarte nach Hause. Dorono kann die neue Region Kargen Karst erkunden. Auf der Hauptkarte wird eine neue Region jetzt angezeigt. Sehr schön, wir kommen endlich weiter. Yay. Bin sehr gespannt, was da für Monster sind und was das für ein Riesenmonster sein mag. Ein vogelähnliches Monster. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt müssen wir erstmal auf die Oberwelt. Ach, Moment, hier fehlen uns noch Monster, ne? Chimäre, komm mal runter. Chimäre, komm mal runter. Ja, am besten so, das ist. Na komm, geht doch. Hier sind auch noch einige Monster. Satyr muss ich eigentlich auch noch zählen. Der lungert hier irgendwo auch noch. Wir haben zwar einen erstellt, aber wir haben ihn noch nicht bezahlt. Beziehungsweise angeworben. Talent geht das Scout. Das macht es also. Wieso hat es nicht vorher gemacht? So, wie können wir denn eine Chimäre nennen? Haben wir dann noch einen Namen für? Nehmen wir das jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den schon hatte. So, Capriria.
Oh! Oh! Ein Drache! Ein Drache! Das ist neu. Es tauchen echt voll viele neue Monster auf. Kommando, ne? Kommando. Das habe ich vorher nicht gesehen. Hier kein Talentscout. 75%! Das ist kein Problem. Ach komm, wir nennen es jetzt einfach mal. Passt. Wir nennen es einfach mal Shane. Okay. Wir gehen erstmal zu Albatros zurück. Weil von dort aus finde ich das geht schneller zur Weltkarte. Und dann schauen wir uns mal das neue Gebiet an. Da oben, ne? So, Kaga Karst. Okay, keine Einleitung. Okay, Tanzteufel, Skorpion. Gut, dann halt nicht. Keine wunderschöne Einleitung. Oh, Metallmeisen. Gibt's keine wunderschönen Einleitungen. Okay, wir gehen immer noch um 50%. Das haben wir aber trotzdem nicht geklappt. Wie lange wird analysiert? Das ist gut. Nehmen wir mal den anderen Skorpion. Der möchte dabei sein. Sehr schön. Was haben wir denn noch so? Es ist wirklich schwer, ne? Ich weiß gar nicht, welche ich habe, welche mir fehlen. Das ist es. Zack. Machen wir das einfach so. Okay, Monster. Bin gespannt auf das Riesenmonster. Das ist ein Pfeil. Zum Gipfel geht's da lang. Okay. Tanzen in Flammen ist ja also auch. Jetzt kämpfen. Wir schon die Metallmeise hier haben, versuchen wir die doch mal zu anzuwerben. Ja, 3%. Okay. Aber es hat funktioniert. Nice.
So, da habe ich jetzt mir was eingefallen lassen. Muss ja auch mal sein, ne? Was? Was bist du denn? Du bist ein Monster? What? Was bist du denn? Ein Schuttschleim. Schuttschleim. Ah ja. Sehr interessant. Wow. Den kriegen wir, glaube ich, locker. Keine 100%. Schade. Ein Schuttschleim. Oh, wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ich den hatte, aber den nehmen wir. Und zwar Cupcake. Sieht fast so aus. Also was soll's. Da dachte ich, was ist denn da jetzt auf dem runtergefallen? Kommt ein Schuttschleim auf mich zu. Wie kommen wir hier gut mit dem Monster hier zurecht, ne? Das ist echt unglaublich. Damit habe ich jetzt nicht gedacht. Och, ist die kleine tanzende Flamme süß. Ist ja viel kleiner als im ersten Teil. War zu oft wohl in der Waschmaschine oder so. Und kein Talent Scout. Immerhin 50%. Wow. Das geht hier rucki zucki. Den nehmen wir wie beim letzten Mal auch. Hitzi. Da ist das Z. Hitzi. Hitzi, Fizi, Nitzi, Nitzi. Zack.